Pizza95 Account. Er ist auch live hier im Chat bei Twitch. Wenn ihr dabei sein wollt, guckt einfach in die Videobeschreibung. Da ist unten natürlich der Link verlinkt. Mein Deutsch. Und klar, ihr könnt auch gerne mich abonnieren, wie auch immer, wenn ihr übelst was verpassen wollt. Ich mache demnächst am 6.10. ein 2K-Champs-Turnier. Seid dabei, einfach ein Abo da lassen und auf Twitch natürlich da einfach ein Follow da lassen, dort dabei sein. Ab dort folgt das 24-Stunden-Turnier und deswegen wollen wir nicht lange erst losreden. Razer will natürlich die Nachthexe und natürlich den Mega-Ritter bekommen, ob man die in der Legi-Truhe oder in der Super-Magie-Truhe oder in der Magic-Truhe oder in der Free-Chest-Truhe oder natürlich in der Clan-Truhe holen werden, werden wir jetzt sehen. Wir fangen natürlich erst an mit der Free-Chest-Truhe. Okay, auf geht's. Oh, Gold, 93. Zweimal Juwelen. Warum auch immer. Und 11-mal Knall. Okay. Sah schon mal scheiße aus. So, weiter geht's. 87 Gold, einmal den Magier und 11-mal den Minenwerfer. Mit denen spielt eigentlich auch fast keiner. Coxario, tut mir leid, aber dafür musst du einen Timeout kriegen. Also so geht, das geht ne. Das geht ne. Jetzt öffnen wir als nächstes natürlich die Clan-Truhe, 10 von 10, richtig nice. Mal gucken, was da drin ist. 1620 Gold, 9 mal die Barbaren, 35 mal die Lakaien, 51 mal die Ritter oder so, 10 mal ein Eisgolem, 17 mal die drei Musketieren, es wird keine Legi, 145 mal der Königsriese und als Epische bekommen wir 3 mal den X-Bogen. Richtig scheiße. Weiter geht's. Wir öffnen die Magietruhe. 1100 Gold, 2-mal die Lakaienhorde, 13-mal die Skelette, 71-mal den Eisgeist, 11-mal den Minipäcker, 12-mal die Musketierin. Das wird eine Legi! Das wird eine Legi! Das wird eine Legi! Das wird eine Legi! Okay. Leute, was denkt ihr? Was wird es? Was wird es? Wir schauen es nach und es wird... Ja moin, der Holzfäller. Okay, die erste Legi auf Level 2. Richtig nice. Richtig nice. Card Racer wird sich freuen. Eine Legi außer Magic Kit. Ich will mindestens 3 ziehen, deswegen habe ich gesagt, 3 kriege ich auf jeden Fall. Wir ziehen die nächste. 1100 Gold. Einmal die Barbaren. 7-mal die Kobold King. 7-mal den Minenwerfer. Sieht scheiße aus. Einmal den Spiegel. 23-mal den Minipacker. Und 3-mal den Bowler. Okay. Das war ein Fehl gewesen. Wir ziehen die nächste Karte. Mal gucken, was wir da ziehen. Flori, Dankeschön für dein Follower und herzlich willkommen in der Sachsenarmee. Schön, dass du mit dabei bist und am Start bist. So, jetzt öffnen wir die Supermagie-Truhe. Oder, nein, wir öffnen die Legi-Truhe. Der ganze Spaß kommt in der Supermagie-Truhe. Leute, was denkt ihr, was da drin ist? Wir öffnen sie. Und er will die Nachthexe und den Mega-Ritter haben. Was bekommen wir? Wir bekommen den Friedhof und er hat freigeschaltet. Nice. Okay, nice. Wir bekommen Friedhof. Den Friedhof. Läuft. Oh Gott, jetzt. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. Lass einfach mal übelst viele Daumen für Razer da, dass er den Account mir zur Verfügung gestellt hat, wenn ihr das auch wollt. Schreibt mich einfach auf Line an. Das findet ihr dann natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Und auf Insta könnt ihr mir gerne auch folgen. Und jetzt... Die Super Magie-Truhe. Alter, ich bin so hype auf die. 6200 Gold. 24 mal den Ritter. 17 mal die drei Musketiere. 217 mal die Lakaien. 282 mal den Minenwerfer. 120 mal die Valkyrie. Und es wird eine Legi. Ha, ich wusste es. 23 mal den Wächter. Und wir bekommen die drei Legis, die ich natürlich angekündigt habe, dass wir drei heute noch definitiv ziehen. Und wir ziehen natürlich drei Legis. Welche wird es sein? Welche wird es sein? Ich gucke auch nicht erst hin. Mega-Ritter oder Hexe? Also Nachthexe. Mega-Ritter oder die Nachthexe? Mega-Ritter oder die Nachthexe? Was denkst du? Mega-Ritter. Du denkst Mega-Ritter? Wir werden sehen. Und es ist... Das Kampfholz. Nein! Auch auf Level 2. Er hat sich natürlich die Nachthexe und den Mega-Ritter sehr gefreut. Okay, bekommt er jetzt nämlich nicht, aber er hat super schöne Karten erhalten. Und ich freue mich wirklich für, ja, übelst gut zu spielen. Deswegen hat er hier unten natürlich
jetzt als neue Karte den Friedhof bekommen. Nice, er hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 legendäre Karten. Ganz okay, kaufen ich mir dann im Shop. Alles klar. So, wir spielen jetzt natürlich nochmal die Herausforderung und vielleicht nochmal hier die 9 Siege zu schaffen. Wir schauen uns an, wie es geht. Gucken, was wir für ein Deck bekommen. Mal schauen. Ofen oder Kanone? Ich nehme Ofen mit. Ich nehme die Bogies mit anstatt den Eisgeist. Magier oder Hexe? Ich nehme die Hexe mit. Henker anstatt den Dings und natürlich keine Karte. Okay, wir werden es mal sehen. Was? Ja, auf Skype hätte ich auch Bock. Also Skype kann man machen. Also kein Ding. Also Skype habe ich auch. Machen wir das später. Achso, Lukas kann bei mir. Okay. Er fängt gleich sofort an. Jetzt Konzentration, Mike. Oh, scheiße, ja. Kleiner Anhänger gespielt hier. Klein den Henker noch gespielt. Geht los, ich habe einen Mega-Ritter. Da versetze ich. Oh, er hat einen Bowler. Oh, er hat den Bowler. Warte mal, ich setze mal ganz schnell hier drauf. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht als der anderen, aber hier, er wollte natürlich die im Shop haben. Bekommen, aber er hat sie leider nicht bekommen, deswegen tut mir das leid, dass ich die Karte nicht ziehen konnte, deswegen alles kein Problem. Wir kriegen das schon noch hin, wir machen das Ding hier noch fertig. Card Racer, wir kriegen alles hin. Wenn ihr wirklich Lust und Laune habt, dass ihr auch mal ein großes Chess Opening auf meinem Channel machen wollt, schreibt das mir einfach unten oder schreibt das im Line hinzu. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Mein Teammate spielt ein bisschen schlecht. Irgendwie. Nochmal drauf gesetzt. Ofen! Ja, moin, läuft bei dir. Spiel ordentlich. Ja, ich spiele ordentlich. Ich spiele immer ordentlich. Ich habe bei meinem Account 6 Siege geschafft. Mehr Ofen. Ja, ich wollte mehr schaffen, aber leider geht's nicht. Kann man ja auch nicht dafür. Spiel ordentlich, ja, aber sicherlich doch. Du kannst ja bei mir pennen. Ja. Ich bin zum Mond dafür, bestimmt nicht bei mir. Ich weiß. Ja, mein Kumpel ist voll mit dabei. Voll daheim, ne? Ja. Feuerball. Der fängt dauernd mit Feuerball. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber noch. Was ist denn du? Als ob. Als ob. Guck mal den Henker an. Der Henker stand mitten in der Ecke. Jetzt kommt er natürlich mit dem Golem an. Jetzt wird es immer richtig eklig werden. Gerade mit dem Golem anzukommen. Wir sind in der doppelten Elixierphase. Wir müssen jetzt den Golem so ein bisschen wegkriegen. Deswegen müssen wir gucken, wie das jetzt hier abläuft. Ich muss jetzt natürlich noch den Tornado, den Ofen schicken. Ich glaube, wir verlieren den Tower, der ist unten nämlich schon fast down. Deswegen wird das richtig scheiße werden. Er spielt jetzt nochmal auf dem Feuerball hinaus. Ah, er hat schon den nächsten Mega-Ritter losgeschickt. Wir werden das Game natürlich auch verlieren. Mein Teammate ist auch ein bisschen bekloppt, aber na okay. Wir kriegen das schon alles hin. Jetzt habe ich nämlich den Mega-Ritter losgeschickt. Und mal gucken, ob das jetzt das Ganze noch was bringt. Der nächste Golem kommt natürlich. Er tut nämlich noch den Golem nochmal mit Klonzauber klonen. Die unsichten Tower nehme ich dann mit Feuerball. Oh, ich habe ganz schön schnell geredet. Ihr habt das alles nicht verstanden. Deswegen ist es ja kein Problem damit. Ich kriege eine Nachricht rein. Deswegen, das stört mich auch weniger. Alter, irgendwie verliere ich das Game. Ja, bis wir kommen. Okay, ne, jetzt kann ich ja gleich gucken. Ich weiß den Passwort. Ja, ist mir doch egal, ob du selbst. Passwort 6363. Ja, moin, eine Minute Audi kann ich in Livestream noch nicht hören. Auf YouTube. Ne, habe ich gerade ein bisschen abgehört. Alter, Quatsch, wir jetzt keine Scheiße hier. Okay, weiter geht's. Wir nehmen den Mega-Ritter. Dafür nehmen wir noch den Elektromagier mit rein. Dafür nehmen wir noch den Henker mit rein. Dafür nehmen wir noch den Ballon noch mit rein. Und ja, das war's. Ja, auf das Game konzentriere ich mich immer. Also, wenn's. Aber ich mach das. Wie gesagt, Leute, wenn ihr wirklich Lust habt, euch ein Free-to-Play-Opening auf euren Account zu öffnen, macht das einfach. Schickt mir einfach eine Nachricht rein. Und ja, ich muss mich jetzt bitte konzentrieren, Lukas. Ja, okay. Chillt eure Base. Oh, das la. Warum? Ich schick jetzt mal den Elektromagier, die Feuergeister hier unten los. Weil das bringt man nicht. Ich hätte das jetzt auch zahlen, ich hätte das schon. Was? Ich kann mit der noch keine.